eigentlich soweit, dass wir starten können. 134 teilnehmen. Es hat sich 220 angemeldet. Es werden also sicherlich noch welche dazustoßen in der nächsten Zeit. Aber ich denke, wir können jetzt mal offiziell beginnen. Und ich beginne also damit, dass ich im Namen der ganzen Initiative Verschickungskinder alle, die jetzt teilnehmen und insbesondere auch unsere Referentinnen und Referenten, ganz, ganz herzlich begrüße. Das war ja eine spontane Aktion, dass wir diese Veranstaltung ins Internet verlegt haben. Und wir werden jetzt alle erfahren, wie intensiv oder nicht intensiv die Diskussionen laufen können mit diesem elektronischen Medium. Wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Teilnehmende, denke ich, als wir in Borkum hätten haben können, weil es eben ohne Reisen, ohne Gefahren, ohne Umstand geht, teilzunehmen. Dafür haben andere wahrscheinlich nicht die Chance teilzunehmen, die sagen, naja, mit dem Computer online ist jetzt nicht ganz meins. Aber es ist schon großartig, wie viele es jetzt hier in diesen Raum geschafft haben. Ich zeige jetzt mal als erstes ein paar technische Hinweise und danach gebe ich einen Überblick über das Programm und stelle alle vor. Jetzt stellen wir mal so. Also. Naja, perfekt. Bei dieser Veranstaltung haben wir im Prinzip zwei Zoom-Räume. Der eine, das ist der, wo wir jetzt sind. Das ist ein Webinar, wo man eben nicht sprechen kann, sondern nur in den Chat schreiben und Fragen und Antworten stellen. Wir gehen aber von 11 bis 15 Uhr in einen anderen Raum, der da oben steht. Den schreibe ich dann auch noch mal in den Chat, damit man sich den rauskopieren kann. Der Grund dafür ist vor allem, dass das Anmeldeverfahren nur beim Webinar automatisch ist. Also diese Anmelde-Mails, die ihr gekriegt habt, die Erinnerungs-Mails, das hätte ich bei einem Meeting alles per Hand machen müssen und das war mir zu aufwendig. Der andere Vorteil ist, dass wir eben technisch jetzt erstmal eine stabile Situation haben. Wenn wir dann mit 150 Leuten in das Meeting gehen und uns in kleinen Gruppen aufteilen, wird es möglicherweise etwas chaotischer, aber wir werden versuchen, das im Griff zu behalten. Das heißt, wir sind jetzt hier und diese Zugangsdaten, die könnt ihr dann nachher um ab 15 Uhr wieder benutzen. Also einfach wieder auf die Mail gehen und auf den gleichen Link klicken, dann seid ihr wieder hier drin. Also beide Meetings laufen die ganze Zeit parallel. Von 11 bis 15 Uhr gibt es eben den anderen Link, schicke ich dann gleich, wenn wir uns dort treffen. Und wenn ihr technische Probleme habt, versucht euch gegenseitig im Chat zu helfen. Das ist das Allerbeste. Wenn es gar nicht mehr anders geht, habe ich hier auch meine Telefonnummer in der Firma hingestellt. Könnt ihr mich auch anrufen, aber ich denke, ich werde auch ziemlich beschäftigt sein, zu gucken, dass dass die Gruppen alle funktionieren. Ja, so viel zur Technik. Ich gucke jetzt mal kurz in den Chat. Da gibt es im Moment keine Katastrophen, sondern inhaltliche Diskussionen. Das ist schön. Ich stoppe mal kurz hier wieder den Bildschirm. Und bei den Fragen, da haben wir zwei beantwortete Fragen. Genau, perfekt. Gut. Dann denke ich, können wir als nächstes kurz erläutere ich mal, wie es heute laufen soll. So. Danke. Also, wir sind gerade bei Begrüßung und Erläuterung Ablauf. Das merkt ihr. Danach machen wir eine kurze Vorstellung der Referentinnen und Referenten und gleichzeitig auch ein paar Fragen an euch, dass wir so ein bisschen sehen, wer ist denn jetzt da draußen im Netz und wer versammelt sich hier. Das ist eigentlich der Moment, wo man auf einer Tagung so ein bisschen nach rechts und links gucken würde. Was hier ja nicht so richtig geht, dass man ein bisschen guckt, was sind das, wie alt sind die, was sind das für Leute. Das können wir hier nur mit solchen Umfragen machen. Danach erläutere ich nochmal, wie wir in den anderen Raum kommen und wechseln in den internen Raum. In dem internen Raum habe ich Gruppen eingerichtet nach Heimorten. Natürlich nicht für jedes einzelne Heim, das ging nicht, sondern nach so geografischen Systemen. Das zeige ich dann euch auch. Und dann kann man sich, wenn das klappt, das ist ein ganz neues Feature bei Zoom, das probiere ich heute auch zum ersten Mal aus. Wir sind sehr, sehr gespannt. Solltet ihr in der Lage sein, euch selbst eure Gruppe zu wählen und zwar nach dem Heimort. Und wer sagt, das ist für mich nicht so wichtig, ich möchte lieber Leute treffen, die da sind, wo ich bin, jetzt in Deutschland oder ich erinnere mich gar nicht mehr, in welchem Heim ich war, da gibt es dann auch Gruppen nach Wohnorten. Und wenn man sagt, oh, das ist ja gar nicht meine Gruppe, kann man auch wieder rausgehen und sich eine andere wählen. Also das ist dann nicht für die ganze Zeit.
Da haben wir eine Stunde, eine gute Stunde Zeit, treffen uns dann noch mal kurz, immer weiter in dem Meeting und hören aus den Gruppen, was da so kam. Kann sein, dass wir da viel länger als 10 Minuten brauchen. Da können wir ja miteinander flexibel sein. Dann nachmittags kommen zwei Workshops. Nun ist natürlich ein Workshop bei so einem Zoom-Seminar auch nicht ganz das, was er wäre, wenn man sich in echt treffen würde. Aber im Prinzip gibt es praktisch zwei Inputs, wo ihr dazu auch Fragen stellen könnt. Und da geht es jetzt nicht mehr so sehr um das, was habe ich erlebt und wie geht es mir heute damit, sondern wie kann ich mehr erforschen? Es geht um das Thema Forschung. Da bekommen wir eine Rechercheanleitung. Und danach dann auch Beispiele, wie so Recherchen aussehen können und was dabei rauskommt. Und danach gibt es dann wieder eine Stunde in kleinen Gruppen. Und ich hatte gedacht, dass ich da dann mal zufällig gewählte Kleingruppen mache. Das wäre dann so ein bisschen wie eine Kaffeepause, nicht? Da holt sich jeder einen Kaffee und dann steht man so rum und trifft Leute, spricht die einfach an, die zufällig neben einem stehen. In diesen kleinen Gruppen haben wir dann noch mal eine Stunde Zeit. Auch da ist es so, man kann auch aus der kleinen Gruppe raus und dann in eine andere gehen. Aber da muss ich das, glaube ich, dann zuordnen. Danach gehen wir dann wieder hier ins Webinar zurück, denn im YouTube streame ich nur jetzt diesen allgemeinen Teil und die Vorträge. Die kleinen Gruppen werden nicht gestreamt. Ich denke, sollen auch geschützte Räume sein, die eben nicht direkt in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, wir gehen dann ins Webinar zurück. Das Webinar ist weiter auf YouTube und dort haben wir zwei Vorträge, einen von Ilona Yim, die uns aus Kalifornien dann zugeschaltet ist. Die ist jetzt, glaube ich, nicht dabei, weil es bei ihr schon Mitternacht ist. Aber dann um 15 Uhr ist es dann ein sehr, sehr früher Morgen und sie ist hoffentlich ein bisschen ausgeschlafen. Und Anke Spieß wird uns einen Vortrag halten. Das steht hier nur so kurz, drei Rollen, also Verschickungskind, Forscher und Mitglied der Initiative. Ja, und dann zum Schluss sagen wir, wo wir stehen mit dem Forschungsforum, wo wir stehen mit der Initiative und wie es weitergeht. Ja, ist also eine ziemlich spannende Sache für uns alle. Und ich gucke jetzt nochmal. Nee, ich gucke nicht, ich gehe jetzt einfach weiter. Na, so, dann gehen wir jetzt einfach in die Vorstellungsrunde. Und ich stelle mich als erstes vor. Wie gesagt, mein Name ist Christiane Dienl. Ich bin Geschäftsführerin im Nexus-Institut. Das taucht auf diesen Branding-Sachen auch auf. Wir sind ein Institut für angewandte Forschung und Bürgerbeteiligung. Außerdem bin ich aber Verschickungskind. Ich bin mit 8 Jahren in den Schwarzwald verschickt worden für 6 Wochen und habe dort die Erlebnisse, die wir alle teilen, die mich nie verlassen haben, die ich immer in so einem versteckt mit mir getragen habe, bis ich einen Artikel gelesen habe von Anja Röhl im Tagesspiegel, habe ihre E-Mail rausgesucht, habe sie sofort angeschrieben und habe gesagt, Anja, ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas. Es interessiert mich, ich helfe gern, aber ich kann da nicht wirklich was machen. Und dann hat mich Anja und hat mich diese Initiative und hat mich unsere gemeinsame Geschichte total in ihren Bann geschlagen, sodass das jetzt doch einen ziemlich großen Teil in meinem Leben einnimmt, die Arbeit in diesem Verein. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute auch hier das Equipment und das Webinar und die Technik zur Verfügung stellen kann, dass wir diesen Seminar hier machen. Aber ich möchte noch mal sagen, so eine Veranstaltung würde ich normalerweise mit, sagen wir mal, mindestens 5 Assistenten machen. Das war mir dann doch zu viel Geld für die Firma, die alle hier abzustellen. Das heißt, ich versuche das jetzt so gut ich kann alleine hinzukriegen. So, jetzt gucken wir mal. Ganz viele Teilnehmer heben die Hand. Ja. Also wie gesagt, hier gibt es jetzt keine Wortmeldung, das kriegen wir einfach nicht hin. Das machen wir dann im kleinen Teil. Wenn es Fragen gibt, bitte ich, die in den Chat zu schreiben. Ja, nicht, wir machen jetzt keine Freischaltung von Videos, sondern in den Chat. Und gleich, wenn wir in dem Hauptteil sind, dann können wir alle miteinander schnäbbeln und sehr, sehr interaktiv werden. Gut, so viel zu mir. Ich stoppe jetzt mal den Bildschirm, damit ihr alle groß seht, die jetzt reden. Und als nächstes würde ich Anja bitten, sich vorzustellen. Ja, okay. Ja, ich bin Anja Röhl. Ich bin 2009 habe ich einen Artikel über meine eigene Verschickung geschrieben und die dann auf meine Autorenseite. Ich bin normalerweise Theaterrezensentin, mache noch ein paar andere Dinge draufgestellt und habe mich gar nicht mehr drum gekümmert. Und dann wuchs das über die Jahre an zu einer Gruppe von 250 Menschen, die dort ihre Berichte aufschrieben, angeregt durch meinen Artikel, den sie irgendwie zufällig gefunden haben. Und aus diesen 250 Menschen habe ich dann irgendwann entschlossen, im Jahr 2019 an die Öffentlichkeit zu gehen und habe dann diese Webseite www.verschickungsheime eingerichtet. Und dann ist sozusagen ein
durch ein Schneeballsystem, durch alles Mögliche zustande gekommen, dass wir plötzlich so angewachsen sind. Ich mache die Webseite zusammen mit zwei ehrenamtlichen Webmastern. Ich bin, habe mit den Verein gegründet, bin da Vorsitzende und bin hier in der Bundeskoordination aktiv und mache Großteil der Kommunikation mit den neu hinzukommenen Verschickungskindern. Ich mag nicht so gerne den Begriff ehemalige Verschickungskind, weil okay. Ehemalige ist immer so ein Anhängsel. Das ist ja klar, dass wir ehemalige Verschickungskinder sind. Ich sage meistens Verschickungskinder, einfach um unsere Gemeinsamkeit zu betonen und das, was uns eint und was uns verbindet. Alles ja. Klar. Okay. Ja, danke, Anja. Du bist ja gleich, wirst du uns noch eine Einführung geben. Dann würde ich jetzt Valerie Lenk fragen. Valerie. Ja, guten Morgen auch von mir. Also auch ich bin Verschickungskind. Ich war mit 4 Jahren für 8 Wochen auf Föhr, wie die meisten von uns ohne Indikation. Ich habe dann im Internet rumgesurft und Anjas Seite gefunden, damals noch nicht explizit für Verschickungskinder, aber sie hatte einen Teil eingerichtet. Da habe ich dann meinen Erfahrungsbericht geschrieben und Anja hat mich irgendwann angeschrieben und hat gefragt, ob wir ein Vertiefungsinterview machen können. Das haben wir dann gemacht und wir haben uns gleich super gut verstanden und ich bin dann aufgesogen in diesen Verein, also Quatsch, in die Initiative, die sich da ja gerade erst gründete. Ich war dann das erste Mal bei einem Selbsthilfetreffen der BerlinerInnen und da haben wir den Verein gegründet. Und zack war ich drin und ich bin jetzt mit Christiane und Anja zusammen im Vorstand dieses Vereins. Ich bin danach nach Sylt damals gefahren und habe gedacht, das muss man unterstützen, das ist super. Und wie das so ist bei Anja, ein paar Tage vorher hat sie gesagt, kannst du es bitte moderieren? Also ich bin irgendwie aufgesaugt, ich bin ein Teil dieser Initiative geworden, obwohl ich eigentlich dachte, naja, das unterstützt man mal von ferne. Und ich werde hier bei diesem Seminar jetzt heute Christiane ein bisschen unterstützen. Ihr habt es schon gemerkt, ich schreibe hier, wenn es Fragen gibt, in dem Chat. Und vielleicht noch so viel, ich bin Geschäftsführerin eines Jugendhilfeträgers und bin deshalb auch mit dem, was da aktuell läuft, in dem Bereich ganz gut informiert. So, das reicht, glaube ich. Ja, genau. Danke, Valerie. Also wir beide werden dann eben in den Kleingruppen bereitstehen und unterstützen, so gut wir können. Genau, das ist sehr gut. Ja, es war wirklich eine witzige Sitzung. Ich erinnere mich auch, wie wir da zusammen in Berlin saßen und zack, war da der Verein und dann wurde das immer größer, das ist schon eine tolle Geschichte, ja. Ja, dann glaube ich, Nastassja Pilz und Nora Wohlfahrt sind noch gar nicht da, richtig? Die habe ich jetzt noch nicht gesehen bei unseren Referenten. Dann wollen wir hoffen, dass die heute Nachmittag da sind. Das sind die beiden, die den Workshop 1 machen werden. Dann würde ich Peter Krause und Helga Panknin bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, willst du erstmal, Helga? Okay, dann mache ich erstmal. Mein Name ist Helga Panknin, ich lebe in Kiel. Ich war 2-mal verschickt als Kind, 1-mal in Bad Sachsa, 6 Wochen plus 1 Woche Nachschlag. Und dann noch im nächsten Jahr war ich dann noch in St. Peter-Ording an der Küste, weil das mir im Binnenland ja gar nicht bekommen ist. Ja, ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben dabei, dass ich mich damit beschäftige, was da eigentlich abgegangen ist in der Kur. Und ich hatte selber auch gesagt, das machst du irgendwann mal, wenn du Zeit hast, dann kümmerst du dich da mal rum und recherchierst nach. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich in Altersteilzeit ging und mir meine alten Sachen rausgenommen habe. Und auch das war der gleiche Zeitpunkt, als auch der Kongress auf Sylt war. Und ich sagte, das passt ja jetzt also genau so zusammen, wie ich mir das selber auch gedacht habe. Da fährst du hin. Und ich fand das da also auf Sylt also auch so toll, dass ich sagte, ich mache damit sofort, spontan. Und ich bin jetzt Koordinatorin für das Land Schleswig-Holstein. Peter ist zuständig für Hamburg, sagt er gleich noch, aber wir kooperieren sehr, weil wir in Schleswig-Holstein sehr wenige eigentlich haben, die in der Initiative mitmachen. Aber wir haben sehr viele Heime hier, weil hier gerade an die Westküste sehr viel verschickt wurden. Und wir können gerne noch auch Leute brauchen, die so ein bisschen in der Initiative mitwirken als Heimort. Verantwortliche oder in der Recherche. Also wenn ihr da Lust habt, mitzuarbeiten hier in Schleswig-Holstein, meldet euch. Das war's. Okay, danke.
Ja, dann Ilona ist, glaube ich, eben schläft gerade in Kalifornien. Ilona Jim, auch Verschickungskind. Das kann ich mich noch vorstellen. Ach, Entschuldigung, ich hatte dich gesehen. Genau, du hast am Anfang geredet, aber dann hattest du erstmal, ja, Entschuldigung, Peter, rein. Ja. Gut, ja, also mein Name ist Peter Krause. Ich bin in Hamburg geboren und lebe auch noch in Hamburg. Ich bin Sozialwissenschaftler, arbeite aber als Verkehrsplaner. Ich war als Achtjähriger in Wiegau-Föhr verschickt, habe dann eben halt auch dort sehr unschöne Dinge erlebt, hatte das dann vergessen wieder. Vor Jahren bin ich mal auf die Idee gekommen, ach, da werden wahrscheinlich auch noch mehrere von betroffen sein. Dass das so eine Dimension hat, hätte ich nie gedacht. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dann das Thema nicht weiter verfolgt habe. Ich habe dann erst Ende letzten Jahres, als dieser legendäre Sendebericht auf Report Mainz war, da habe ich dann gemerkt, was für eine Dimension das hat, habe mich dann sofort zu dem Kongress angemeldet, bin auch von Report Mainz an Anja ja verwiesen worden, ganz hervorragend, was Anja da geleistet hat. Und diese Atmosphäre auf dem Kongress, die war einfach beeindruckend, trotz eben dieser schlimmen Thematik. Ich habe mich dann als Landeskoordinator gemeldet für Hamburg und auch für Mecklenburg-Vorpommern und in der Folge dann auch für als Heimortverantwortlicher für Föhr. Und das ist so der Stand im Moment. Helga hatte ja schon gesagt, dass Hamburg und Schleswig-Holstein eng zusammenarbeiten. Und Helga hat auch darauf hingewiesen, dass eben aus Schleswig-Holstein ja relativ wenig verschickt waren, aber eben ganz viele Heime da waren. Und das betrifft natürlich jetzt die Hamburger, weil in Hamburg sind natürlich ganz viele verschickt worden. Und die Metropolregion Hamburg ist ja auch sehr groß. Ja. Mikro funktioniert nicht mehr richtig. Ja, ich glaube, Helga, du müsstest, ich schalte dich mal stumm, so jetzt besser. Hm? Ja, soweit von meiner Seite erstmal. Und toll, dass das heute so große Runde ist und das klappt ja wunderbar. Okay, ja, vielen Dank. Das ist toll, dass ihr da berichtet, weil das, glaube ich, auch ganz praxisnah ist und uns einen Eindruck gibt, wie man eben konkret weitermachen kann. Ja, Ilona wollen wir im Schlaf nicht stören. Deswegen, Anke, würde ich dich noch bitten, dich kurz vorzustellen. Ja, schönen guten Morgen aus Oldenburg. Mein Name ist Anke Spieß. Ich arbeite hier an der Uni. Ich habe da eine Professur. 1973 war ich für vermutlich 4 Wochen auf Langeoog und dank der Heimortgruppe Langeoog habe ich auch sehr wahrscheinlich schon die Adresse, in welchem Heim ich war. Vielen Dank an diese Gruppe, das ist unglaublich hilfreich, dass ihr da seid. Ich habe im vergangenen Herbst, ich glaube an dem Tag nach der Konferenz auf Sylt, im Radio von der Konferenz gehört und habe gedacht, wow, da wäre ich total gerne hingefahren, wenn ich das vorher gewusst hätte. Bin und habe mich sofort übers Internet dann mit Anja in Verbindung gesetzt und meine Unterstützung in der Initiative angeboten. Ich habe die ganze Zeit, all die Jahre, das präsent gehabt. Ich wusste auch immer, dass mir da wirklich großes Unrecht widerfahren ist. Aber die Idee mit mehreren ehemaligen Betroffenen oder nein, wie Anja schon sagte, mit mehreren Betroffenen sich auszutauschen, die fand ich unglaublich reizvoll und habe außerdem gedacht, naja, das, was ich aus meinem Handwerkszeug als Wissenschaftlerin mitbringen kann, also meine Schwerpunkte, jetzt versagt mir die Stimme, also von meinen Schwerpunkten, also Erziehungswissenschaft, Pädagogik, vor allen Dingen auch Sozialpädagogik. Vielleicht kann ich da irgendwas Nützliches einbringen und vor allen Dingen, weil ich in der Biografieforschung ziemlich viel gemacht hatte und habe dann, bin dann genauso, wie wir es schon gehört haben, in einem unsagbaren Flow in die Initiative reingerutscht. Habe mich am Antrag beteiligt und war völlig fasziniert, in welcher Art und Weise man mit eigentlich völlig fremden Menschen zusammenarbeiten kann und was da passieren kann an Flow.
Und aber auch, was eigene Erinnerungen und Erfahrungen, wie tief die sitzen, da so wiederkommt. Und vielleicht ist für euch noch interessant, weil ich ja auch einen Vortrag dazu vorbereitet habe, der drei Rollen heißt. Mein Partner ist auch verschickt worden, der ist als Kind im Schwarzwald gewesen. Und wir haben über all die Jahre, war uns völlig klar, ja, wir sind beide mal verschickt worden. Aber welche Dimension das eigentlich fürs gesamte Leben hat, das ist uns beiden gar nicht klar gewesen. Und das kommt jetzt eben so hier durch meine Beteiligung an der Initiative raus. Und dazu werde ich dann nachher im Vortrag noch was sagen. Okay, ja, vielen Dank. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Ich würde noch kurz Birgit Behrensen bitten, Hallo zu sagen. Die hat heute keinen Vortrag vorbereitet, ist aber als Referentin da, weil sie auch Teil unserer Forschergruppe ist. Birgit, du musst dir Ton anmachen. Ja. Wir hören dich immer noch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Genau, besser. Ja. Nee, wir hören dich immer noch nicht. Ich glaube, dein Mikro am Mikro ist vielleicht noch ausgeschaltet. Mikro anstellen. So, jetzt. Jetzt aber. Ja. Sorry. Ich war so gut vorbereitet mit dem anderen Gerät. Egal. Guten Morgen in die Runde. Birgit Behrensen, ich bin Professorin für Soziologie an der BTU Cottbus und ich bin ähnlich, wie ihr anderen erzählt habt, durch Internetrecherche aufmerksam geworden auf die Initiative und auch hineingesogen worden. Die Erinnerungen an die Verschickung haben mich phasenweise mein Leben lang auch begleitet. Ich bin zweimal verschickt worden, irgendwo an die Ostsee. Als Siebenjährige und als Neunjährige und erinnere es als sehr, ja, einfach mir den Boden unter den Füßen wegziehen, sehr, wie sagt man, menschenunfreundlich, sag ich mal in Kurzform. Ich bin hineingerutscht, weil ich als Soziologin mit der totalen Institution mich beschäftige, also damit, wie Einrichtungen sich so abschließen von demokratischen Prozessen in der Außenwelt, dass da drin Dinge passieren, die jenseits dessen sind, was wir eigentlich an demokratischem Miteinander haben. Und in dieser Rolle bin ich auch in das Projekt hineingekommen, weil mich das interessiert, also jenseits des Einzelschicksals, was passiert da eigentlich im Miteinander? So viel dazu, habe mich an dem Antrag beteiligt, über den ja heute Nachmittag noch was erzählt wird und habe heute kein Referat gehalten, weil ich im letzten Semester, wie viele von euch sicher auch, einfach mehr gearbeitet habe als sonst mit sämtlichen Online-Tools. Und ich bin unglaublich dankbar, dass Anke uns heute vertritt und einen Vortrag hält und ja, dass ich euch in dieser Form wenigstens etwas mitbekomme und sehe. Okay. Ja, vielen Dank, Birgit. Aber schön, dass wir dich hier so kurz sehen können. Es gibt noch zwei Fragen aus den Fragen und Antworten. Nicole S. fragt, ob sie unsichtbar ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich können die Teilnehmer ihre Kameras, glaube ich, auch einschalten. Da kann man sie sehen. Aber sie uns so richtig sehen werden wir gleich ab 11 Uhr in den kleinen Gruppen. Und Sabine Ludwig fragt, wie wir nachher in die Mitgliederversammlung kommen. Ganz einfach, die Mitgliederversammlung ist sozusagen das Obermeeting. Also wenn du nicht in einen Breakup-Room gehst zu deinem Heimort, dann bleibst du automatisch im Hauptraum und da machen wir dann parallel die Vereinbarung. Versammlung, die wahrscheinlich so ein bisschen flüchtig nur sein wird. So, denn jetzt beide erledigt die Fragen. Ja, jetzt wissen wir ein bisschen was über die Referenten. Jetzt habe ich aber auch Fragen vorbereitet, dass wir mal eben schauen, wer ist denn heute eigentlich hier? Und ich starte jetzt eine kleine Umfrage und versucht doch mal, ob ihr das technisch hinkriegt, die zu beantworten. Eine Kennenlernumfrage. Das machen wir jetzt aber nicht. Wie ihr wollt, könnt ihr auch. Ich nur für die Runde. Ich weiß nicht, wenn ihr das seht, das weiß ich, als Referent sieht man die, glaube ich, auch die Umfrage. Ne? Dann macht die ruhig. Ja, wir sehen auch. Ja, dann macht doch. Hosts und Diskussionsteilnehmer können nicht wählen, steht hier gerade. Genau, wir können nicht mitmachen. Alles klar, das heißt dann, dass der Bereich, ich bin aktives Mitglied, ich forsche individuell, naja, egal, das sehen wir dann. Jetzt kommen wir schon. Ich sehe ja jetzt anders als ihr, wie die Antworten einlaufen. Ganz gut. Chris. Ja?
Christiane, hier gibt es eine Frage. Werden die Vorträge weiter sichtbar im Netz sein oder jetzt nur ja. live abrufbar? Nee, ich werde die abspeichern und dann werden wir die auf unsere Webseite stellen. Gut. Die Vorträge wird es weitergeben. Also alles, was jetzt in diesem Raum stattfindet, werden wir live stellen, auch diese Umfrage, die Vorstellung, nur das, was in den Kleingruppen passiert und den Mitgliederversammlungen dann logischerweise nicht. Genau. So, also bisher haben 104 von 142 Teilnehmenden gewählt, aber es kommen noch weiter dazu. Lasst euch Zeit, wer schon gewählt hat, kann sich eine Tasse Kaffee holen. Ich trinke, habe auch noch welchen zum Glück. Sind es mehr als drei Fragen? Hier kommt eine Frage. Ja. Ob Mehrfachauswahl für Heimstandorte möglich ist? Nee, da muss man, das geht nicht, so wichtig ist das nicht. Das ist ja mehr so zum Kennenlernen. Dann muss man das nehmen, was einen am stärksten geprägt hat. Okay. Und dann Birgit Behrensen war hier eine Frage, ob es in der DDR war, ihr Heim, in dem du warst. Ich glaube nicht, ne? Birgit? Ja, ich war gerade dabei, das einzutippen und suche gerade noch den Button zum Losschicken. Nee, ich bin Wessi. Das war in an der westlichen Ostsee. Okay, hat auch geklappt mit dem Chat. Okay. Hier sieht jemand keine Umfrage. Ich sehe ja, auch keine. Das kann ich nicht ändern, die Umfrage. Moment. Wo noch jemand nicht? Ja, das sind dann aber individuelle technische Probleme. Die ist bestimmt irgendwo. Also die kam hier automatisch für die, alle. Die poppt, ja? Also wahrscheinlich, wenn man einen Pop-up-Blocker eingestellt hat, kann das sein, dass sie dann nicht kommt. Aber ich sag mal, das ist nicht so schlimm, wenn man da jetzt nicht geantwortet hat. Wir haben jetzt hier, es kommen aber immer noch Antworten rein, deswegen. Ja, es kommt hier jetzt auch der Hinweis, dass die Umfrage sich unten im Browser unten am letzten Rand des Bildschirms befindet. Super. Dann gibt es hier noch die Frage, ob jemand im Heim in Neckarsteinach war. Da würde ich empfehlen, solche Fragen besser in den Chat, ja, die Fragen und Antworten, dieses F und A, das richtet sich eigentlich an die, die diskutieren. Das ist praktisch für mich als Moderatorin, greife ich diese Fragen auf und stelle sie den Rednern. Während, wenn man was von den anderen Teilnehmern wissen will, dann am besten in den Chat schreiben, ja. Und Umfrage ist nicht sichtbar, hat sich erledigt, das haben wir geklärt, unten am Browser. Und hier bei der Frage Neckarsteinach, wie gesagt, da sage ich jetzt. Wenn verschwindet das Fenster, wenn man gewählt hat, wird hier gefragt. Das ist nochmal eine Technik. Ich glaube ja, aber das weiß ich nicht, weil ich nicht Teilnehmer bin. So, es haben jetzt aber so viele gewählt, dass ich sie jetzt einfach beende. Es ist ja nur eine Kennenlernumfrage, die jetzt beende ich sie. Jetzt kann man nicht mehr wählen. Und jetzt zeigen wir die Resultate. Also, wir sehen hier spannenderweise, wir haben tatsächlich 115 sozusagen echte Verschickungskinder. Dann haben wir eine Person, die Angehöriger ist, drei allgemein Interessierte, eine Person, die es auf der Ebene von Politik und Verwaltung begleitet und drei Personen, die sich für das Thema in der Presse interessieren. Die werde ich gleich nochmal ansprechen. Dann die Frage, welche Rolle haben Sie bei der Initiative? Ich bin aktives Mitglied. Das sind 21, die hier sind. Ich leite eine Gruppe, ist natürlich auch aktiv, sozusagen, müsste man dazu zählen. 24%, ein Viertel. Ich forsche individuell über meinen Heimort, 20%. Ich möchte gern mehr mitmachen, das ist natürlich klasse. Rund ein Viertel, die jetzt hier zuhören, möchten gern mitmachen. Und mehr als die Hälfte sagt, das schaue ich mir erstmal an. Was völlig okay ist, darum geht es ja, dass man einfach ins Gespräch kommt. Und jetzt schauen wir, wo waren die Orte? Berge, Meer, Mittelgebirge und anderer Ort. Man sieht schon ungefähr, der größere Teil, fast die Hälfte, war an irgendwelchen Orten im Meer. Alpen, Mittelgebirge und anderes, das sind so die anderen Schwerpunkte gewesen. Ja, das heißt, wir sind untereinander fast nur Verschickungskinder. Ich mache das jetzt mal hier aus. Wieso ist das nochmal? Beenden Sie die Umfrageresultate. So, und Schluss jetzt. Tschack. Genau. Wenn wer über den Browser gekommen ist, kann die Umfrage nicht sehen, nur wenn das Programm runtergeladen wurde. Okay, alles klar. Ja, ich würde jetzt gerne noch, bevor wir weitermachen, die drei, die angegeben haben, ich bin Vertreter der Presse, sich zu melden. Jetzt frage ich mich gerade, wie ich denen, mal gucken. Schuck, so hier sehe ich alle Teilnehmer. Wer sind diejenigen, die, ich muss mal eben hier dieses,
Das ist Mist. Die drei Teilnehmerinnen der Presse, die würde ich bitten, kurz ihre Namen in den Chat zu schreiben, weil ich da gerne eine Transparenz haben möchte, insbesondere wenn wir dann in Kleingruppen sind, sollte man wissen sozusagen, wer dabei ist. Wären Sie so lieb, dass die drei, die sagen, ich möchte in der Presse darüber berichten, kurz in den Chat ihren Namen schreiben? Gut, hier sind Hilke Lorenz, genau. Ich gebe mal auch Hilke Lorenz, die ja ganz viel für uns gemacht hat, Sprecherlaubnis. So, jetzt können Sie sich auch hier vorstellen. Soll ich? Ja, klar. Ja, mit Kamera, am besten mit Kamera. Die hatte ich eigentlich einen Moment. Kamera. Kann ich einfach mal losreden? Ja, ja, na klar, kein Problem. Also Hilke Lorenz, ich Stuttgarter Zeitung. Ich war letztes Jahr auf Sylt und habe das Thema in Baden-Württemberg begleitet, auch auf der Ebene Sozialministerium. Was macht die Politik? Ja, und will weiter gucken, was die Politik so zustande bringt, weil es gibt ja gerade so ein bisschen einen Corona-Hänger. Genau, alles klar, vielen Dank. Hat uns also, ich suche die Kamera im Laufe jetzt noch. Ja, das ist kein Problem. Dann Angela Kalisch hat sich gemeldet. Ich habe Ihnen auch gerade das Sprecherlaubnis gegeben. Hallo. Ja, hallo. Ja. Ich glaube, ihr könnt auch euer Video anstellen. Ja, im Prinzip geht das. Ja, wird jetzt bei mir nicht angeboten, aber okay. Egal, geht auch so. Ja, ich arbeite bei der Pharmazeutischen Zeitung und also das ist ein Fachmagazin für Apotheker. Jeder Apotheker in Deutschland bekommt es. Und ich habe jetzt auch schon einen ersten Text geschrieben, der Anfang Dezember erscheinen wird. Und wollte jetzt nochmal zusätzlich einfach hauptsächlich von den Fachvorträgen des heutigen Tags berichten. Ja, super, danke schön. Bin aber allerdings auch, wollte ich noch dazu sagen, auch selbst Verschickungskind. Also ich konnte ja nur eins ankreuzen, also aber schon durchaus beides. Super. Und dann lese ich noch Silas Degen, nehme ich an. Hat jetzt auch Sprecherlaubnis gekriegt. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja. Die funktioniert an dem Rechner leider nicht. Ich bin Hörspiel- und Filmregisseur und habe über Dr. Neumann vom SWR von den Verschickungsheimen erfahren und innerhalb der vergangenen 12 Monate ein Hörspiel über die Thematik produziert, das hoffentlich bald ausgestrahlt wird. Hatte auch einen Fernsehbeitrag vorbereitet, zu dem es dann leider noch nicht gekommen ist. Das ist vielleicht noch Zukunftsmusik, aber würde gerne mehr Verschickungskinder noch kennenlernen im Rahmen dieses Treffens und mehr Geschichten von ihnen erfahren, was sich damals ereignet hat. Okay, super. Silas Degen, den Namen sieht man gerade auch im Chat. Man kann ja im Chat auch an eine einzelne Person Nachrichten schicken. Das heißt, wenn hier jemand dabei ist, der sagt, ja, ich möchte mich gerne äußern, ich möchte das gerne berichten, kann man also jetzt auch per Private Notice sozusagen, also als Privatnachricht an Silas Degen zum Beispiel seine E-Mail oder Telefonnummer schicken und dann wäre da eine direkte Kontaktaufnahme möglich, nicht? Sehr schön. Also dann herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich über das Interesse. Es wird nochmal die Frage Bildschirm zeigen mit dem Ergebnis. Ich habe ihn gezeigt. Ich zeige ihn jetzt noch einmal mehr. Aber wenn er dann nicht zu sehen ist, dann liegt es nicht an mir sozusagen. Das sind die Umfrageergebnisse. Ja, ich denke, wir sind eine ganz spannende Runde. Fast nur Verschickungskinder, wenige Interessierte. Viele, die sagen, ich beende jetzt die Umfrage wieder, das ist ein wichtiges Thema für mich. Andere, die sagen, ich möchte da noch mehr machen. Ich glaube, was uns eben als Verschickungskinder vereint, ist, dass wir dieses Stück sozusagen in unserer Biografie haben, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Und Anja, dann würde ich an dieser Stelle dich bitten, uns in dieses Thema mal etwas näher einzuführen. Ich mache mal kurz die Folie. Mhm. Ja, danke. Nee, also ich habe keine... Du hast keine Folie. Ich zeige das nur kurz, dass wir wissen, wo wir sind, auch fürs okay. Video. Das Alles ist jetzt klar. Anja, die macht eine inhaltliche Einführung. Und ihr könnt Fragen stellen, jetzt entweder im Chat, ich versuche das dann zu sehen, oder aber auch in diesem Frage-Antwort, das geht besonders gut. Während Alles sie redet, könnt ihr schon Fragen stellen, ich versuche das dann zu sehen. Aber jetzt, Anja, sehen wir dich wieder im Vollbild. So. Genau. Alles klar.
Ja, liebe Runde, liebe Verschickungskinder, liebe Interessierte. Voriges Jahr waren wir knapp 80. Diesmal sind wir, wie ich jetzt sehe, 150, angemeldet 200, also kommen vielleicht noch welche dazu. Auch Corona konnte nicht verhindern, dass wir anwuchsen. Wir haben 1216 User unseres Forums. Wir haben 140.000 Besucher unserer Seite. Wir haben 716.000 Aufrufe. Und in den letzten Tagen hatten wir 12.500 Besucher. Hunderte von Artikeln in den Bundesländern und überregional haben den Begriff Verschickung und den wahren Charakter dieser Erholungskuren im ganzen Land und über unsere Grenzen hinaus bekannt gemacht. Es gab Parlamentsbeschlüsse und Politikerbekundungen. Es gab Entsetzen. Was es bisher nicht gab, ist eine tatsächliche, auch materielle Unterstützung. Die Bewältigung von Tausenden von Berichten, die Koordination und Recherche zu Hunderten von Anfragen, die Nachforschungs- und Archivarbeit, das alles leisten momentan überall im Land ehrenamtliche, arbeitende Betroffene, ohne auch nur eine Ehrenamtspauschale dafür zu bekommen. Schnelle, unbürokratische Hilfe ist bei Banken, Fußballclubs, der Autoindustrie möglich, bei uns aber nicht. Schon vor einem Jahr fragten wir im Familienministerium nach, erst jetzt ist ein Termin anvisiert. Uns entmutigt das nicht. Wir haben 50 Jahre geschwiegen, jetzt schweigen wir nicht mehr. Wir werden einen langen Atem beweisen. Was wir brauchen, sind Bund- und Länderbüros zur Organisation von Hilfe und Recherche. Auch haben wir selbst mit 500.000 Aufrufen noch längst nicht alle Betroffenen erreicht. Es ist also weiterhin Öffentlichkeitsarbeit nötig. Im Laufe dieses ersten Jahres haben wir viele Erfahrungen gemacht. Die Politik hat reagiert, aber den Worten sind bisher keine Taten gefolgt. Die vielen weiteren Betroffenen, es handelt sich um 8 bis 12 Millionen, die wollen wir auch noch erreichen. In allen Bundesländern werden dazu Kampagnen gestartet werden. Die Berichte und Zeugenaussagen müssen weiter verbreitet werden. Im Fernsehen, in Filmen, in Ausstellungen, in jedem Kurort. Noch sind viele ehemalige Träger dieser Heime und Heilstätten störrisch. Auch erstaunt und verwundert. Es überwiegt die Angst vor Rufschädigung. Welche von ihnen zuerst die Archive öffnen, uns in ihre Häuser lassen, dort Gedenkausstellungen ermöglichen, das sind die, deren Beispiel Schule machen wird. Zu lange haben alle Institutionen den positiven Postkarten der Kinder geglaubt, in denen diese gezwungen wurden, ihre Eltern anzulügen. Jetzt geht es darum, die Beschwerdebriefe der Eltern öffentlich zu machen, den Sterbefällen nachzugehen, die Folgewirkungen zu untersuchen. Sorgen wir weiter dafür, dass unser kollektives Leid, hervorgerufen durch institutionelle Gewalt in Gesundheitskureinrichtungen, sichtbar wird und ins historische Gedächtnis unseres Staates übernommen wird. Wir sind keine Minderheit, sondern eine ganze Generation. Mein Dank geht heute an euch alle, die ihr einen langen Atem bewiesen habt. Auch das kurzfristige Engagement von euch ist wichtig. Manche machen nur ihre Geschichten über uns öffentlich. Manche bauen Regionalgruppen auf und manche begeben sich in Verhandlungen mit Politik und Trägern. Jede Aktivität hilft unserem Anliegen. Die öffentlich gestellten Berichte sind das Kernstück unserer Initiative. Keiner kann sagen, wir hätten uns das nur ausgedacht. Keiner kann über Tausende von Berichten hinwegsehen. Werdet nicht ungeduldig, behaltet den Mut und die Kraft für weiteres Engagement, sammelt euch in Regional- und Heimortgruppen, geht auf die Suche nach den Akten eurer Heime, wir helfen euch dabei, wir sind viele, das ist eine ganz, ganz große Kraft. Mein großer Dank geht auch an die vollständig ehrenamtlich arbeitenden Webmaster, die nicht müde werden, den Bedürfnissen aller gerecht zu werden und gleichzeitig auch die Seite umfassend zu schützen.
Mein Dank geht an die Experten, die sich hingesetzt und ein Bürgerforschungsprojekt ausgearbeitet haben, das jetzt als Grundlage für unsere Verhandlungen mit den Politikern in Bund und Ländern dient. Ich wünsche euch, trotzdem jeder von euch einzeln zu Hause sitzt, doch ein solidarisches Gemeinschaftserlebnis am heutigen Kongresstag, der euch hoffentlich Kraft und Hoffnung für das vor uns liegende Jahr geben kann. Ja, vielen Dank, Anja. Das brauchen wir wirklich. Ich meine, es ist einerseits eine unheimliche Ermutigung, dass wir so viele sind und wie viel passiert. Andererseits ist es eben sehr entmutigend, manchmal doch zu sehen, wie, sagen wir mal, mühsam die Sache vorangeht und wie langsam wir nur hier zu Geld kommen. Wir haben jetzt schon ein paar Fragen an dich. Und zwar zum einen hier von Silas Degen, der fragt, die 8 bis 12 Millionen mehr, ob in der bestürzenden Zahl von 8 bis 12 Millionen auch mehrfache Verschickungsreisen eigener Kinder eingerechnet sind. Also ob das sozusagen 12 Millionen verschiedene Menschen sind oder einzelne Fragen. Wie würdest du das beantworten? Ich kann es auch nur schwer beantworten, muss ich sagen, aber ja, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben ja diese Zahl, 8 bis 12 Millionen, hochgerechnet von der Bettenkapazität der ursprünglich ersten Zahl, die wir hatten, im Bericht der Bundesregierung 1965. Da war die Zahl der Kur- und Erholungsheime und Heilstätten mit 839 angegeben und einer Zahl von 56.000 Betten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle 7 Wochen neue Kinder dort kommen, dann rechnet sich das mit dem Boom der nächsten 10, 20 Jahre ungefähr auf diese Zahl. Inzwischen haben wir aber festgestellt und ausgezählt, dass allein in dem historischen Werk von Sepp Vollwert 1143 Heime angegeben waren. Und selbst auf dieser höheren Zahlbasis sind also noch mehr Millionen zu erwarten. Und dann haben wir auch noch festgestellt, jetzt durch Archivbesuche, dass in den einzelnen Heimorten wesentlich mehr Heime waren, als die, die bei Sepp Vollwert den Fragebogen zurückgeschickt haben und dort verwirklicht sind. Also die Zahl ist eigentlich noch gar nicht richtig eruiert. Und schon gar nicht sind wir so weit, dass wir sagen können, okay, die und die sind mehrfach verschickt worden. Das ist aber so, dass wir jetzt schon sagen können, nach den Fragebögen, dass die meisten höchstens 2-mal verschickt wurden. Also dann haben die Kinder so einen Aufstand gemacht. Also die 3-malige Verschickung oder Mehrfachverschickung ist sehr selten. Ja. Die meisten sind 1-mal, die nächstmeisten sozusagen danach kommenden sind 2-mal verschickt worden. Und danach haben die Kinder sich mit Händen und Füßen gewehrt dagegen offenbar. Also so beliebt war das nicht, ja. Alles klar. Okay, hier sind jetzt auch ein paar Fragen, die ich per Video machen kann. Katrin Weisker hat die Hand gehoben. So, Frau Weisker, jetzt haben Sie Sprecherlaubnis. Hallo? Mikro muss angeschaltet werden, unten. Gut, egal, dann frage ich erstmal User 1. Wer immer User 1 ist, hat jetzt auch Sprecherlaubnis. Kommt aber nicht. Können die eigentlich ihr Video auch anschalten? Die können dann auch ihr Video. Wenn ich in Sprecherlaubnis gehe, können sie es tun. Aber wenn sie nicht sprechen, dann probiere ich es mit Petra Steinborn. Ah, da ist was zu sehen. Ich wollte nichts sagen. Ah, okay, dann nicht. Ich gebe jetzt praktisch einfach denen, die Michaela Dinter. Okay, also ich glaube, dann war diese Handhebung vielleicht gar nicht der Wunsch, unbedingt was zu sagen. Dann frage ich mal im Chat. Im Chat meldet sich jemand, der schon 3-mal verschickt wurde. Katrin Zerfass-Springer hatte noch die Hand gehoben. Und hätte jetzt Sprecherlaubnis und Uwe Meissner. So, also jetzt, wir warten, man kann sprechen. Vielleicht nochmal, wenn ihr Sprecherlaubnis bekommt, dann müsst ihr unten links mit der Maus darüber fahren und dann kommt plötzlich sowas wie Video beenden und stumm schalten. Jetzt hast du dich selber stumm geschaltet, genau. Ja, scheiße. Das ist das Mikrofon. Ah, da haben wir, hallo. Karin Zerfass-Springwald. Ja, also das ist alles jetzt ausprobieren am PC. Ich habe jetzt keine aktuelle Frage, aber dafür funktioniert das Mikro jetzt. Ich weiß, wie es geht.
Super. Okay. Dann haben wir in den Fragen, hier ist, achso, das war nur ein Versehen, alles klar, hat sich erledigt. Katrin Sikora sagt zu spät. Alles gut. Erledigt. Jörg, genau. Ich habe hier gerade eine Frage gesehen. Ich wollte damit nicht sagen, dass man zu wenig rebellisch war, wenn man dreimal oder viermal verschickt wurde. Nein, nein, auf keinen Fall. Natürlich sind welche mehrfach verschickt worden, 3 bis 5, 6, 7 Mal. Ja. Das wollte ich damit nicht sagen. Es ist nicht abhängig gewesen von dieser Rebellischheit. Ja. Wir haben hier eine spannende Frage. Von 1000 anderen Bedingungen, ja, Eltern und Bedingungen und so weiter. Ja. Wir haben hier eine spannende Frage von Jörg Römer. Der sagt, ich war 1975 mit 5 Jahren unter Hugo Kraas in St. Peter-Ording. Mir ist wichtig zu erfahren, wer Interesse hatte, solche Menschen zu Heimleitern zu machen und wer die Vita dieser Leute geprüft hat, bevor man diese auf Kinder losgelassen hat. Anja, was kannst du dazu sagen? Ja, keiner hat die Vita geprüft damals. Und keiner hat das überprüft, bevor die auf Kinder losgelassen wurden, sondern offenbar hat es sich vielleicht sogar hier um eine systematische Unterbringung solcher Leute in diesen entfernt liegenden Heimen gehandelt. Das ist aber noch nicht, dafür haben wir Indizien, aber noch keine Belege. Ja, ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen, also eine der großen Fragenkomplexe, um die es uns natürlich geht. Was sind das für Strukturen, die das ermöglicht haben, dass Menschen, ja, sagen wir mal, die mit ja, hochproblematischer Vergangenheit häufig dann unbehindert über Jahrzehnte solche Arbeit machen konnten. Okay, ich glaube, wir können es jetzt mal wagen, in die Kleingruppen zu gehen. Ich sehe im Chat hier ganz viele Anfragen. Ich kann nur ermutigen, im Chat E-Mails einzugeben. Silas Degen fragt hier, hat gerade seine E-Mail-Adresse.